Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Noch ein Dunkelpilz, dankeschön. Und hier ernten wir jetzt noch eben das Sumpfkraut. Das können wir dann am Alchemietisch zu echtem Sumpfkraut verarbeiten. Dafür brauche ich nicht mal irgendwie was lernen. Das kann man dann verkaufen. Oder irgendwem geben, der was will. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay, Erol. Hey, du! Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Wird sich das jemals ändern? Zeig mir... Die Auswahl ist... Ich werde mich dann... So, groß genug. Stärkebonus. 1000 Gold will er dafür haben. Meine Fresse. Brauche ich aber. 10 Stärke, unerlässlich. Und das hier am besten auch. Schwerer Kriegshammer. Nettes Zeug hat er hier. Echte Zweine haben wir schon, haben wir auch schon. Ja, her mit dem Zeug. Gute Sachen hat er. Schutz vor Waffen 3, was haben wir denn? Schutz vor Waffen 3. Das Stärke-Amulett legen wir an. Wie viel Stärke habe ich jetzt? 60, krass. Kann ich jetzt den Piratensäbel anlegen? Ja. Perfekt. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders. Wo ist der Trank? Leben. Das wird sich nie ändern. Stärke nehmen wir bald. Hey. Erol. Das mit dem stärker, härter zuschlagen machen wir noch nicht. Erst wenn wir wirklich ohne Gürtel und Amulett 60 Stärke haben, dann machen wir das. Hat der ein Bett? Ja. Wäre auch ziemlich scheiße ohne Bett. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? Naja. Ist das wirklich wahr? Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Wer will das wissen? Ich bin Basta, einer von Lees Söldnern. Und du solltest lieber ein bisschen netter zu mir sein, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Also, was willst du hier? Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Beeindruckend. Das ist unser Geschäft, Junge. Wir stellen sogar selber unsere Waffen und Rüstungen her. Jeden Tag lachen wir den Tod ins Gesicht. Aber davon versteht ein Landei wie du ja nichts. Wird schon so sein. Mach, dass du weiterkommst, du Waschlappen. Warte. Ich speichere mal hier drauf. Was willst du? Ich fordere... Aha, du willst es nicht auf dir sitzen lassen, was? Na gut, komm her! Ich habe einen Piratensäbel. Wow, Criticals mache ich jetzt mal richtig übel Schaden. Nicht schlecht. Bogen. Nettes Zeug. Und du kannst direkt auch drauf dran glauben. Thank you.
Der macht aber auch ordentlich Schaden. Zeig's! Komm schon, ich muss ein Critical machen. Ja, ewig so weitergehen. Ich kenne mein Glück. Ja! Diesmal war es enorm. Dankeschön. Okay, okay, du bist der... Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden. Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Was ist mit diesem Sentenza? Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Ich werd's dir nicht... Ich will mich den... Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Kannst du mir beibringen? Kann schon sein, dass ich dir den... Nein, danke. Ich rede mal mit Erol. Kann ich von dem hier Stärke lernen? Hey, du! Zeig mir wie... Gut, pass auf, es gibt... Nein. Zeig mir... Wenn du noch mehr lernen... Scheiße. Diesen einen Stärkepunkt möchte ich noch nicht.